Hallo, willkommen zurück zu Mass Effect Teil 3. Bei der Rettung, nee, Rettung, wir retten, ja doch, wir retten diese Viecher, aber bei der Bekämpfung der Genophage. Dafür haben wir uns entschieden. Und dementsprechend werden wir das jetzt angehen. Wie sollen wir einen Krieg führen ohne Schlacht? Shepard, was ist denn? Wir müssen weiter. Nicht gut, ganz und gar nicht. So, wir müssen mit dem reden, ne? Oder? Ist das unsere Aufgabe? Ich glaube schon. Wir reden mal mit dem. Ich wette so. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artimek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander. Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Allein packen Sie den Reaper nicht, wir müssen dahin! Verdammt! Neue Straße bauen? Egal, weiter jetzt! Oh, Scheiße! Kontrolle verloren, kann ihn nicht hochziehen! Weg hier! Reef, bringen Sie sofort die Frau hier weg. Los! Artimek, hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke. Verstanden. Retten Sie Ihre Piloten. Wir finden einen anderen Weg. Das ist ja ungünstig. Was habe ich denn hier für eine Waffe überhaupt aufgerüstet? Warum habe ich die aufgerüstet? Die hatte ich vorher nicht. Das finde ich Skandal. In einen anderen Weg hier rein. Mir wurde gesagt, ich soll hier durchgehen. Reef, empfangen Sie das? Sind alle okay? Wir sind Kroganer. Alles bestens. Turak hat's auch geschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Was war das? Wir müssen sie erstmal finden. Wo sind sie? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie werden das Problem schon lösen, Shepard. Finden Sie einen Weg, dann treffen wir uns. Nichts in der Galaxie hält dieses Heilmittel auf. Hi. Na gut, dann werden wir das tun. Werden wir da irgendwie rauskommen? Faszinierend. Das Gemälde legt die Vermutung nahe, dass die Kroganer eine künstlerische Ader hatten. Und Sklaven. Der Typ sieht aus, als würde er Befehle erteilen. Ja, da komm, komm. Das ist ja wie ein Labyrinth hier. Ja, natürlich, das soll auch ein Labyrinth sein. Mensch, krass, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie den richtigen Weg finden. Und das Spiel sagt uns natürlich nicht, wo der richtige Weg ist. Ich bin von da oben gekommen. Man kann ja in diesem Spiel nicht springen. Stimmt. Nee, wir sind von hier gekommen, oder? Was ist mit uns? Bin schon hart verwirrt. Woher wir überhaupt gekommen sind. Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Doch, von da oben sind wir runtergesprungen. Von da oben sind wir. Und wir. Ist das ein Stahlträger hier drin? Von hier sind wir gekommen. Okay, dann nochmal von vorne. Von da sind wir gekommen. Das heißt, wir werden jetzt gucken, ob wir hier noch einen anderen Weg haben. Ich weiß, da konnte man runterjumpen. Ich glaube, das habe ich ja eben gerade auch gemacht. Aber dann kommen wir auch in diesen Raum hier rein. Das würde... das wäre vollkommen egal.
Genau, hier sind diese Kroganer da in der Ecke. Aber es gibt hier keinen anderen Weg, glaube ich, oder? Vibrationen aber auch echt verwirrend. Nee, es gibt keine andere. Hm. Da ist es wieder. Okay, das war kein Erdbeben. Oh, doch, hier. Spüren Sie diese Erschütterungen? Hier ist nichts. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Dann wollen Sie auf keinen Fall unter der Erde sein, Shepard. Bewegen Sie sich. Will ich wirklich wissen, was Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, ist? Wenn die Kroganer ihm einen Namen geben, ist da bestimmt was Besonderes. Ja, hier können wir weiter. Ich will es eigentlich auch nicht wissen. Ich habe noch einen Codex-Eintrag gerade bekommen, ne? Was würde uns dieser Codex-Eintrag denn sagen? Wissen wir da irgendwie? Aliens, nicht intelligente Lebewesen. Dreschlunde sind unterirdisch lebende Karnivoren, die ihr ganzes Leben mit Fressen oder der Suche nach Nahrung verbringen. Das ist ja nett. Ich habe übrigens gar nicht gewusst, dass der Codex vorgelesen wird. Das ist ja Quality of Life hier, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, egal. Codex könnt ihr euch selber ansehen. Hätte ich ja nicht erwartet, dass das vorgelesen wird. Ist das so ein Vieh? Nee, ist ein Wüster. Was ist das denn? Keine Ahnung, aber wenigstens ist es tot. Shepard, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sowas haben wir schon mal gesehen. Wirklich? Ich will verdammt sein. Sieht aus wie eine Art Rachni. Sie verarschen mich doch. Aber wie? Sie haben ihre Königin auf Noveria getötet. Die hier ist anders. Mutiert. Reef, die Gerüchte sind wahr. Wir haben hier Rachni. Ja, wir sehen sie auch. Darum kümmern wir uns später. Der Mantel hat jetzt Priorität. Alles klar, wir suchen einen Weg nach draußen. Beeilen Sie sich! Rachni, ja, im ersten Teil, falls ihr das nicht wusstet und ihr den noch nicht gesehen habt, übrigens noch der erste Teil ohne Legendary Edition. Da haben wir die Rachni-Königin besiegt. Ne, da, wo endlich dann teilweise diese Pixel da aufgetreten sind, ne, durch diesen komischen Bug, das hat einen Knack gemacht und dann hatten wir irgendwie diese Black Pixel. Genau dieser Teil, der erste Teil, wie gesagt, ich glaube, in der Legendary Edition könnte sein, dass dieser Fehler nicht mehr drin ist. Aber wir haben ja da war noch die Legendary Edition draußen zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich halt die normale Version gespielt. Und da haben wir in dem ersten Teil haben wir die Rachni-Königin besiegt. Das haben wir auch wirklich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Story-Quest gewesen war oder ob man da auch theoretisch das lassen können. Keine Ahnung, aber zumindest wir haben da die Rachni-Königin besiegt. Und jetzt sind die Rachni wieder da. Aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht ganz verstehen. Aber die sagen jetzt erstmal, scheiß drauf, der Mantel ist wichtiger. Wenn das früher nicht mehr hätte losgeht. Ich hätte hier gerne etwas Zeit mit dem Studium der Ruinen verbracht. Da fragt man sich, was aus den Kroganern wohl geworden wäre, wenn sie den Laden nicht gesprengt hätten. Ja, also zumindest coole Ruinen können die bauen, ne? Reef, wir sind wieder draußen. Wenn Sie radioaktiven Dunst sehen, machen Sie Fortschritte. Und die Farbe grün. Ich dachte, Pflanzen wären hier ausgestorben. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper stört immer noch den Mantel. Kommen Sie da raus, dann holen wir Sie ab. Bewegung voraus. Ich würde gerne. Jetzt geht's wieder los. Ja, okay. Mensch. Da sind ganz viele. Natürlich stirbst du. Natürlich.
Natürlich habe ich keine Muni mehr. Von wo? Ich hab schon. Warte mal. Hä? Bug? Ich wurde hier gerade... Ach nein, hier gibt es Schwärmer. Auch nicht schlecht. Okay, dann erstmal hier das. Ich dachte schon, hey, was ist denn jetzt los? Wieso werde ich hier abgeschossen, aber... Wo? Ist denn auch was? Da! Die ist schon wieder tot. Die ist auch so nix zu gebrauchen, ne? Obwohl ich sie gerne mitnehme. Wir halten aber heute viel. Okay, er speichert. Ich würde sagen, Kairos ist ganz schön rick. Ja. Ah, scheiße. Wacht! Zahn bleiben! Okay. Gucken wir mal, ob wir hier Muni finden. Ja, super. Der Muni-Drop ist schon mal ein bisschen besser geworden. Nein, muss man. Alles klar, dann gehen wir da hin. Es ist noch nicht vorbei. Da! Natürlich ist es nicht vorbei. Natürlich nicht. Ja, gut. Dann... kurz hier ein bisschen anpassen. So. Und ja. Natürlich jetzt nicht daran, ne, bevor uns unsere eine Frau da wieder wegstirbt. Achtung, einer von den Großen. Und er hat ein paar Freunde mitgebracht. Nein, der Affe. Wie war das nochmal? Feuer? Nee. Doch, Panzerungsschwächen. Brandmuni. Okay. Ich hoffe, das war schon gemein. Shepard, wo sind Sie jetzt? Immer noch in den Ruinen. Haben Sie sich verlaufen? Ich dachte, Sie wären gut bei sowas. Beeilen Sie sich. Sie ist unterwegs. Wir haben schon darüber gesprochen und... Was ist denn? Der Commander hat gerade genug Sau. Was ist denn los? Nur so eine Idee. Wir reden darüber, wenn Sie da raus sind. Guck mal, zumindest diese eine Frau da ist zumindest eher so auf unserer Seite. Also, naja, mehr so. Also ist ein bisschen netter zu uns. Also, die Party ist noch nicht vorbei. Eigentlich, oh ja, da, danke, dass du es sagst. Eigentlich ist nur sie der Grund, warum... ich noch ein bisschen für die sympathisiere, weil die halt so ein bisschen freundlich ist.
Ja, das hast du nicht gedacht, ne? Kackhask. Shepard, sieht aus, als wäre eine Brücke in der Nähe. Dort holen wir sie ab. Wir sind gerade mitten in einem Feuergefecht. Genießen Sie es, solange Sie können. Okay. Sorry, Leute, aber das Ding schießt Raketen oder sowas nahe hat. Das ist... Oh, kann ich das schießen? Wenn ich so an der Ecke stehe, dann kann es, dann schießt es mich nicht ab. Das ist ja cool. Ja, ich kann schießen, so eine, wenn ich dann so ein bisschen an der Ecke stehe, dann schießt es nicht. Ja. Also manchmal muss man das Spiel auch ein bisschen auftricksen. Ich glaube, das ist auch... Das zeugt eher von Können und Intelligenz, wenn man gut nachdenkt und die Stellen sieht, wo man tricksen kann, anstatt einfach nur drauf loszulaufen. Das habe ich mir so ausgedacht, um diese um ein Argument zu finden, das hier schön zu reden. Weil es schon ein bisschen lame, da einfach zu cheesen. Ne? Vor allen Dingen Mass Effect. Also Mass Effect ist nicht unbedingt so ein Game, wo man wirklich cheesen muss, weil man ansonsten total schwere Situationen hat. Also da gibt es andere Spiele wie Divinity, wo man das ja eher macht. Aber das Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, dass man das teilweise macht, weil es halt so witzig ist, wenn man das macht. Also wenn man cheast. Also, ne? Also das Spiel versucht auszutricksen mit irgendwelchen fiesen Tricks. Aber hier in Mass Effect, naja. Da muss das jetzt nicht unbedingt gemacht werden. Also dafür ist das Spiel jetzt nicht so herausfordernd, dass es sein muss. Aber ich mach's trotzdem. Weil ich's kann. Shepard, wir sind unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zum Anfang. Kairos! Reef! Herr Kiel, wir können nicht bleiben. Schau mir erstmal die Situation an. Territorialinstinkt bestätigt. Mal sehen, wie schnell sie ist. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich runter? Ich geh jetzt aber hier weiter. Oh nein. Ich frage mich, wo wir jetzt... Jetzt bin ich irgendwie froh, dass wir nicht in dem Truck sind. Der ganze Planet ist eine einzige riesige Todesfalle. Achtung, Sie kommen zurück. Ich sehe Sie. Mhm. Ich kann auch anders. Shepard, Reef fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend, aber unterhaltsam. Kairos ist ziemlich hartnäckig. Das war Morden. Er hört sich tatsächlich auch schon ein bisschen cool an. Oh, Marodeur, warte mal, Marodeur ist ja eher so, ne? Da müssen wir eher das hier nehmen, ne? Weil der hat das Schild, der hat das Schilde. Okay, lol. Aber. Also ich muss ja sagen. Also damit ballerst du die Schilde ja extrem schnell runter. Das ist schon echt krass. Also das sollte man. Da muss ich mich mal. Öfter mal daran erinnern, wenn ich gegen Leute mit Schilden kämpfe, dass ich das mal aktiviere, weil das geht da richtig gut. Nein, das ist ja wieder, wenn du versuchst, von dieser Wand wegzukommen, dann ist einfach, die Wand ist einfach Endgame, das ist einfach richtig heftig.
So, wie sieht's aus? Dünen, da gehen wir ja ganz gut hin. Müssen wir runter? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Wohin gehen wir hier lang? Shepard, wir sind Kairos, fass los! Suchen Sie einen Weg nach unten, wir sammeln Sie ein! Hab ich. Shepard, in den Truck! Turak, Rückendeckung! Der Dreschlund ist immer noch da. Beeilung, Reef! Wir sind ungeschützt! Bewegung! Ist ein Wurm oder so? Es ist Kairos! Ja, natürlich ist es ein Wurm. Los, Shepard! Wir sind drin, los! Ihr Kroganer-Freund könnte noch leben. Turak war kein Freund. Jetzt geht's erstmal um einen Reaper. Hoffentlich gibt's einen Plan B. Ich weiß, Erfolgschancen interessieren uns nicht. Aber nicht mal wir schaffen es bis zu dem Turm. Wir gehen erst weg, wenn die Genophage geheilt ist. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Es ist Ihre, nicht meine. Kairos, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Krasser Plan, ja. Wir haben schon verrücktere Sachen. Das ist an sich nicht mal so falsch. Wir haben schon verrücktere Sachen gemacht. Vor allen Dingen so Sachen, wo wir komplett draufgegangen sind und dann einfach zusammen neu zusammengesetzt wurden und dann wieder gelebt haben. Ne? So verrückte Sachen. Also, ja, eigentlich ja. Aber man trotzdem mal nach den Risiken. Ich habe schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Sie tun das jetzt, wenn Sie die Allianz wollen, Shepard. Kein Reaper wird uns an der Heilung der Genophage hindern. Wie ruft man einen Dreschlund? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kairos. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn Sie sie aktivieren, kommt Kairos und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. In diesen Hämmern, ne? Die man wahrscheinlich irgendwo gegenschlagen muss oder so. Keine Ahnung, das klingt so ein bisschen wie Dune, ne? So minimal. Ja, da gibt es auch diese Sandwürmer, die auf Vibration und Ton und hast nicht gesehen, sowas da reagieren. Und dann kommen die halt an und die sind halt riesig und die wollen dann fressen und so. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen. Irgendwie so eine kleine Dune-Verschnitt scheinbar. Also klingt zumindest danach. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Shepard, lassen Sie sich nicht umbringen. Kämpfen Sie einfach wie ein Kroganer. Ich komm schon klar. Los! Bis dann, auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Sagt einfach so chillig. Los, greifen wir an! Oh nein. Warum startet man so beschissen? Okay, ja, die Reaper, das kann man sich dann auch nochmal anhören. Also, wie ich ja herausgefunden habe, scheinbar, kann man sich Codex-Einträge anhören. Hier wird's vorgelesen. Mega nice. Auch was ich sehr cool finde, was besser ist als der zweite Teil. Es gibt hier so ein paar Dinge, die mich nerven, teilweise wirklich. Also, so, wenn man sich in einer Wand verschanzt und dann da versucht, dann irgendwie von wegzukommen, ist das ein bisschen nervig. Das ging im zweiten Teil gefühlt ein bisschen besser. Das Kämpfen ist dafür ein bisschen besser, weil ich habe das Gefühl, dass der Rückstoß und das Verziehen der Waffe hier nicht so ganz schlimm ist. Dafür gibt es dann auch andere Dinge, die mich an diesem Spiel so ein bisschen nerven. Also soll ja, ich sag mal so, mit Mass Effect Andromeda ja sogar noch schlimmer werden, aber
ich sag mal so, Mass Effect ist jetzt auch nicht so, dass die Top-Reihe von Spielen, die es so gibt. Aber an sich, die Story und sowas von dem Spiel ist halt super, schon irgendwie. Also von Teil 1, 2 und 3, von Teil 4 weiß ich nicht. Und Teil 3 weiß ich auch nur bis jetzt. Und Teil 4 hat ja andere Probleme, sag ich mal so. Aber naja, das werden wir alles sehen. Noch sind wir bei Teil 3. Und ja. Ja, genau. Das, was ich auch noch sagen wollte, ist, was mir auch noch nicht so ganz gefällt, ist, dass hier teilweise Sachen rausgenommen wurden, die wir in Teil 2 noch hatten, die eigentlich ganz cool waren, die eigentlich ganz logisch waren, wie mit dem Scan, was ich vorher auch irgendwie ein bisschen als doof und unnötig abgestempelt habe, aber dann noch gesehen habe, dass es eigentlich Sinn macht mit den ganzen anderen Features, die es halt im Spiel noch gab. Und das ist hier jetzt alles rausgenommen worden. Weiß ich nicht, ob das so ganz cool, ganz gut war, weil ich fand eigentlich dann doch im Großen und Ganzen die Scan-Funktion ganz cool, die die da reingemacht haben. Und jetzt dann doch davon wieder wegzugehen. Ja, weiß ich nicht, also ich meine, die Scan-Funktion ist drin, aber irgendwie noch so rudimentär und nicht mehr so ganz so wie, ja, weiß ich nicht. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Haut rein. Tschüss.